Hallihallo, ich stehe immer noch auf dem Dach. Tja, willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Batman Arkham Knight. Wir stehen vorm Tor und müssen wahrscheinlich wieder irgendwie hier rein. Öffnen. Weil Scarecrow nämlich jetzt hier in unserer Hütte ist. Mal gucken. Aufzug benutzen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Der Umhang flattert schon wieder. Wie blöde durch den Wind. Was, wir sind schon unten? Also das letzte Mal hat es nicht so lange, also ging es nicht so schnell. Waren das letzte Mal auch Luftballons hier unten? Oder täusche ich mich da gerade? Ist hier eine Überraschungsparty oder was? Ja, mal gucken. Also die Kunden liegen immer noch dort, die abgeknallt hat. Hä? Wo ist denn Robin hin? Tim. Und noch ein Wunderknabe scheidet dahin. Gefällt von einem Superschurken. Wenn es dich tröstet. Glaub kaum, dass er mit meinem unglaublichen Werk mit Jason mithalten kann, oder? Scarecrow wird ihn bestimmt mit Angstgas vollpumpen und dann aufschlitzen. Wie einfallslos. Henry Adams. Naja, nur noch du und ich. Was, Batman? Das wahre dynamische Duo. Na, tuff dir die Tränen ab. Aber wann kapierst du es denn? Immer wenn jemand zwischen uns gerät, sterben die, werden verstümmelt oder dazu Hirn gewaschen, dich zu töten. Kleiner Tipp, alter Kumpel. Wir mögen unsere Differenzen haben, aber du und ich, wir gehören zusammen. Nee, tun wir nicht. Geh aus dem Kopf raus. Suchst du jemanden? Du solltest wissen, dass es nirgendwo sicher ist. Der Commissioner war so erpicht darauf, dich vorhin zu verraten, als das Leben seiner Tochter davon abhing. Und jetzt habe ich deinen Robin, ein Vogel im Käfig. Faszinierend, dass deine Ängste dich dazu treiben, deinen engsten Verbündeten in eine Gefängniszelle zu stecken. Nun werden dich deine Ängste dazu bringen, das zu tun, was ich sage. Es gibt eine Lagerhalle in Kingston. Geh dorthin, allein. Dort nimmst du deine Maske ab. Oder deine Freunde werden sterben. Wir gehen da jetzt nicht echt freiwillig nach Kingston. Oder? Das hier. Freeze-Schuss? Macht Gegner keinen Kampf unfähig. Verdichtet den Austritt von Hochtemperaturgas. Was gibt's denn ja sonst noch so? Gibt's denn noch irgendwas? So ein nettes Spielzeug oder so? Na gut, dann gehen wir halt. Gibst du das mit der Maske auf, Betsy? Gut für dich. Nach Kingston. Du rettest deine Freunde und ich kann ein bisschen Toxin schnuppern. Sekunde. Und wenn Sacke sich nicht tötet, nachdem er seinen Spaß hatte? Nee, hab's mir überlegt. Wir müssen nicht gehen. Freunde sind eh total überbewertet. Besonders deine. Die kann man keine 5 Minuten allein lassen, ohne dass sie gekidnappt werden. Ja. Das sehe ich aber auch so. Nicht sicher. Und jetzt ist er das? Er würde für dich sterben, Bruce. Wir alle. Du hast ihn zurückgelassen, schutzlos. Er hatte nicht mal eine Wahl. Sorry, Bruce, aber du musst ihn zurückbringen. Um jeden Preis.
Okay. Zeit für eine Entscheidung, Bats. Lieferst du die Scarecrow aus und bringst uns beide um? Oder soll das neue dynamische Duo die Straßen unsicher machen? Das neue dynamische Duo. Ich hau mich weg, ey. Alfred, ich werde mich Scarecrow ergeben. Nur so können wir Robin und Jim noch retten. Treffen Sie Ihre Entscheidung mit Bedacht, Sir. Es könnte kein Zurück mehr geben. Ja, machen wir schon. Ich hab's gesehen. Das GCPD war ein verfluchtes Kriegsgebiet. So. 400 Meter nach unten. Ohne Batman wird sich einiges ändern. Die Superfreaks wissen nicht, was auf sie zukommt. Der Pinguin, Two-Face, der Riddler, Harley, sie alle. Vor Batman mussten wir uns doch nicht hinter solchen Irren verstecken. Und wenn sie ihn umlegen, müssen wir es nicht mehr. So. Was? Bist du irre? Gibst du auf, sind wir erledigt. Wir beide. Es gibt kein Zurück. Alter, wie sieht denn das hier aus? Warum aufgeben? Wir können da draußen noch so viel Spaß haben. Denk drüber nach. All die Köpfe zum Einschlagen. Und die Knochen zum Brechen. Es ist, als wäre das der tollste Vergnügungspark. Und du wolltest nicht auf die Achterbahn. Was ist denn das für eine Scheiße hier, ey? Kranke Kacke. Ich sehe, deine Furcht hat dich überwältigt. Wie passend, dass ich gewinne und Batmans Leben vorüber ist. Nicht wegen dem, was aus deiner teuren Stadt wird. Sondern weil du fürchtest, was ich deinen Freunden antue, deiner Familie. Sie sind deine Schwäche, verborgen unter der Oberfläche. Ich bin sicher, du fürchtest, was passiert, wenn ich dir die Maske vom Gesicht reiße. Was werden wir finden? Deine wahre Identität oder den Beweis, dass du ohne Maske nichts bist? Ohnmächtig. Machtlos, ängstlich. Leg deine Ausrüstung auf den Tisch. Und wir finden es raus. Meine Fresse, ey. Muss ich echt jetzt alles auf den Tisch legen? Er legt ja echt alles ab. Scheiß Truck, Alter. Willst du mich verarschen? Na dann. Master Bruce, hören Sie mich? Es scheint, jemand verfolgt Ihre Bewegungen durch die Stadt. Das habe ich geahnt. Die Würfel sind gefallen, Batman. Von nun an brauche ich deine volle Aufmerksamkeit. Der Albtraum ist fast vorüber und dein Versagen fast vollendet. Ich kann es sehen und bald wird es die ganze Welt sehen können. Deine Augen verraten dich. Die Furcht. Wow. Was ist denn hier los? Wo sind denn wir denn hier? Das ist da. Eine Bar.
vielleicht? Ja. Nee, Tür ist verschlossen. Hä? Nee, in der Mitte. Was ist denn da los? Ach, das sind die Eltern. So ein glückliches Paar. Aber schade um den Jungen. Der kleine Bruce ist nie darüber hinweggekommen, nicht wahr? Naja, wer hin ist, ist halt hin. Das Leben geht weiter, Kleiner. Lass los, beende es. Geh zu deinen Eltern. Ja, Onkel Jay übernimmt jetzt den Laden. Hä? Zack. Ich kann die ganze Nacht weitermachen, Bats. Mein Geist ist willig, dein Fleisch ist schwach. Denk nur an alle. Boah, Alter, was macht denn der jetzt hier? Schon. Du hast mich schon mal getötet. Es wird jedes Mal leichter. Oh. Joker getötet. Aber ich glaube nicht, dass das der Joker ist. Es ist wahrscheinlich irgendjemand anders. Bist endlich ausgerastet. Was? Das war's mit der Kontenance. Und meinem Genick. Hä? Diesmal kannst du es nicht leugnen. Du hast den Verstand eines Killers. Und dieser Verstand ist meiner. Es ist vorbei, Bruce. Du hast die blutige Grenze überschritten. Und jetzt wird mich Scarecrow befreien. Was? Nee. Definitiv nicht. Was geht hier ab, ey? Ist doch keiner da, der mir helfen könnte oder so. Arkham Asyl. Aha. Okay. Da sind wir also wieder zurück. Weihnachtsmann. Bist du bereit? Es wird nicht so enden, wie du denkst, Crane. Genug der Tapferkeit. Dafür ist es jetzt zu spät. Mir ist egal, wer du bist. Aber ihnen nicht.
Ich werde Ihnen Ihre Hoffnung nehmen. Wenn sie dir in die Augen starren, werden sie dich beschuldigen. Das Versagen wird ein Gesicht und einen Namen tragen. Es ist Zeit. Mr. Gordon, erweisen Sie mir die Ehre. Niemals. Von dir nehme ich keine Befehle mehr entgegen. Wow. Du Mistkerl. Nimm die Maske ab, oder mein nächster Schuss wird ihn töten. Es ist okay. Nichts ist okay. Du weißt, was das bedeutet. Das ist das Ende. Wenn die rausfinden, wer du bist, gibt es kein Verstecken. Du musst mir vertrauen, Jim. Los. Oh Mann. Spannung, Trommelwirbel. Ja, wer ist es denn? Du. Fuck, Alter. Erledigen wir ihn. Nein, nein, wir machen das richtig. Er muss sich dem Recht stellen. Er hat 50 unserer Männer kalt gemacht. Wir sollten ihn erledigen, bevor er aufwacht. Er ist zu gefährlich. Hä? Wir haben ihn mit 100 Knarren im Visier. Der geht nirgendwo hin. Leute, es ist schön, euch zu sehen. Es war eine Mordsarbeit, euch aufzuspüren. Uns aufzuspüren? Wir haben dich. Oh, Koppelpott. Stets grausam, aber nie gewieft. Croc, alter Junge, du solltest dich ducken. Hä? Ein Joker-Mobil oder was? Was geht denn hier ab, Alter? Alter. Was für ein Schauspiel. Die Karre sieht geil aus. Damit du aufhörst!
Nicht schießen! Denk dran, was wir durchgemacht haben! Büchertum konnte ich noch nie leiden, Cobblepot. Richtig. Was? Du, komm her! Nee, die Polizisten lassen wir liegen. Eine Kreisel, nicht wahr? Nein, wie putzig. Alter, was geht hier ab? Du kannst hier nicht leben, Draus. Nicht nach dem, was du getan hast. Ich bin der Comeback-König, Clown-Fürst des Chaos, der Schalk des Schlachtens. Du hältst mich nicht auf. Beende diesen Wahnsinn. Was? Bitte. Alter, was... Ey, ich komme hier überhaupt nicht mehr mit. Ey, was geht denn jetzt ab? Die Stadt brennt komplett. Beste Arbeit bisher. Bitte hören Sie mir zu. Nach allem, was Sie für die Stadt getan haben, bedenken Sie, was Sie da tun. Sir, ich bitte Sie. Master Bruce, Batman, hören Sie doch. Denken Sie an Ihre Familie, Bruce, Ihren Vater. Was würde er sagen, wenn er Sie so sehe? Bitte, bitte beenden Sie diesen Irrsinn. Oh, Alfred. Treuer alter Alfred. Master Bruce ist fort. Aber keine Sorge, dein neuer Master kommt nach Hause. Was? Weißt du, was jetzt geschieht, Bruce Wayne? Ich werde dich nicht töten. Ich werde dich befreien. Sei frei und sieh, wie die Stadt, die du beschützen wolltest, zerfällt. Frei zu sehen, wie jeder, den du liebst, zu Tode gehetzt wird. Jeder Tod. Vergeltung für alle von Batmans Taten. Gut. Was? Verstehst du denn nicht? Es ist vorbei. Mach dich bereit für die Zugabe. Ja! Wo bleibt deine Furcht? Wir haben keine. Alter. Oh. Ich bin wohl immun. Hey, Bats! Bist du noch da? Bats? Bist du das? Oh, Bats! Hä? Was war jetzt? Was ist jetzt los? Taschenlampe. Ah, welch ein Spaß. Hä? Hä? Huhu, knusprig. Ach, dem Körper bin ich ohnehin entwachsen. Willst du mir irgendetwas sagen, Bats? Ich bin nicht tot. Ich bin lebendiger als eh und je. Okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen konfus, ey. Oh, Momentchen mal. Das da, das ist nicht mein Grab. Und nein, 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 das ist zu klein und überwuchert. Wo ist der Grabstein? Das ist. Aber sicher, ich verstehe. Sie haben mich vergessen. Sehr ja. Witzig, Bats. Aber das wird nicht passieren.
Manche Witze sind wirklich geschmacklos. Scheiße, was geht hier ab, ey? Siehst du, alter Junge, du bringst mich doch nicht ins Grab. Was war die Scheiße? Hä? Sag mal, bin ich jetzt gerade in dem Gehirn drin von Batman und der versucht mich auszusperren? Also versucht den Joker auszusperren. Harley, das nennst du Leichenschmaus? Wo sind denn alle? Hast du die Einladungen vergessen? Gib's zu! Hör auf zu heulen und zauber mir einen Leichenschmaus! Harley! Harley! Ich weiß, was du vorhast, Bats. Du und dein Toxin. Glaubst du, das macht mir Angst? Flint und Flint und Flint. Joker also, Glenn, ist tot. Heute ist der Jahrestag von Jokers Tod. Was fällt Ihnen dazu ein? Entschuldigung, wer? Der Joker. Erinnern Sie sich nicht? Der Typ mit den Fragezeichen. Der ist tot? Nein, nicht er. Vicky, helfen Sie mir auf die Sprünge. Hä? Wissen Sie was? Es spielt keine Rolle. Vergessen wir ihn einfach und fahren wir fort. Ja, vergessen wir ihn und fahren wir fort. Des Weiteren wurde heute ein Museum über Batman und... Was? Du glaubst, das ist unheimlich, Bats? Wenn ich hier rauskomme, werde ich an jede Wand Gothams meinen Namen mit Blut schmieren. Ich werde ihn in jede Leiche ritzen. Niemand wird mich je vergessen. So, wie komme ich jetzt hier heraus? Gute Frage. Scarabeus-Käfer. Hä? Zeig deine Visage! Keine Lust mehr, Bats? Mehr. Bam, bam, bam. Wow, hab ich mich jetzt erschrocken, verfickte Scheiße, ey. Alter! Das gibt's ja nicht. Schon einen Schreck eingejagt. Mir! Vor fast. Was soll ich denn Angst haben? Oh, was ging hier? Du hast
Angst, zu Asche zu werden. Du hast Angst, vergessen zu werden. Und du wirst vergessen werden, Joker. Dank mir. Was? Welcome to Hell. Ich bin die Rache. Ich bin die Nacht. Ich bin Batman. Rinn in deine Zelle, mein Freund. Tschüssi, Kowski. Nein, bitte! Nein! Leb wohl, Joker. Nein, Bruce! Endlich! Verlass mich nicht, bitte! Ich glaube dir. Weg mit dem. Da hat Scarecrow ihm ja sogar noch geholfen. Jawohl, geht alles. Verstehst du, Gotham? Du hast keinen Erlöser. Nie wieder Hoffnung. Nie wieder Batman. Ich habe gesiegt. Ich habe keine Angst, Crane. Jawohl. Unmöglich. Ohne Angst ist das Leben sinnlos. Der Arkham Knight. Jawohl, und jetzt gib ihm seine eigene Dosis. Jawohl, immer schön Rinderzeug. Was ist los? Angst. Ich glaube, da sieht jetzt überall Fledermäuse. Er ist stark. Er wird das überstehen. Hoffe ich. Pass auf ihn auf. Auf sie alle. Du warst ein guter Freund. Der beste, den ich je haben konnte. Du warst von Anfang an da. Und jetzt siehst du, wie es endet. Stellt er sich jetzt der Polizei oder was? Das beste Geschenk heute Nacht. Kaum zu glauben, dass er hier ist. Bruce Wayne also. Wenn es dir recht ist, dann bleibe ich bei Batman. Die holen mich. Du klingst ängstlich, Craig. Gewöhn dich dran. Es ist vorbei. Die Welt weiß Bescheid. Was nun?
davon braucht Batman noch. Für eine letzte Nacht. Und dann? Zeit für das Nightfall-Protokoll. Sind Sie sicher? Es gibt keinen anderen Weg. Ich brauche die Stimmbestätigung. Martha. Sehr wohl, Master Bruce. Ihre Anweisungen werden genau befolgt werden. Was? Neue Story plus verfügbar im Hub. Die Verbrecher auf der Fahndungsliste auf. Ja! Countdown bis Nightfall. Stelle 3 der Verbrecher auf der Fahndungsliste, um das Nightfall-Protokoll zu initiieren. Hm. 1, 2, 3. Einen Riddler brauchen wir nicht. Ja, das war's erstmal. Wir haben Scarecrow gefangen genommen. Und ja, da gucken wir mal, was dann halt bei diesem Nightfall passiert, ne? Bis dahin, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.